Willkommen zurück zu Let's Play Ion. Jetzt geht's also in die zweite Inni, nämlich die der... War das die Kyzis oder die Krotan, Kromi, sag mal? Kyzis. Kyzis, oi, 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 oi. Die sieht wohl so ähnlich aus wie die der Mieren. Wir werden mal reingucken. Auf geht's. Ich buff euch denn drinnen irgendwann mal durch? Ah, ich bin in die 40er gegangen. Oh, dein Ernst? Ja. Warte, ich geh wieder raus. Geh wieder raus. Komme ich auch da wieder raus oder stehe ich denn in der Mieren? Kann ich nicht sagen. Das oh, bitte, bitte, bitte. Ich stehe am Theminon-Landeplatz, alles gut. Oh, mein Herz. Gut. So, jetzt sind wir also in der Kyzis-Festung. Sehr schön. Genau dasselbe Prinzip wie vorhin, einfach die Möpse verprügeln. Da steht die Bällchen natürlich richtig drauf. Ja, klar. Shintoras, was wolltest du nochmal vortäuschen? Gar nichts. Ah. Ich hatte da sowas in Erinnerung. Ich wollte eigentlich vortäuschen, dass der Fuß weh tut und mich dann mit meinem Charakter irgendwo in eine Ecke legen. Komm dann am Ende wieder. Das ist natürlich auch toll. Das ist das falsche Ziel. So, welche Schlüssel haben wir? Kyzis Nachschubdepot. Das ist... rechts. Ja, unten. Die Leute sind schon ganz heiß auf unsere Draupnir-Folgen, die Bällchen. Die waren auch lustig. Die schreiben mich hier an. Lad mal hoch, wann kommt Draupnir Volume 3? Das ist kein gültiges Ziel. Eieieiei. Ja, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, 3 Folgen davor, dann müsstet ihr da sein. Ja, wir schlagen heute den rechten Weg ein, das ist auch nicht verkehrt. Je nachdem, wie man denn orientiert ist. Whoops. Ui, 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 ui. Ui, wer ist denn reingelaufen? Das war ich nicht. Gib uns mal ein Schild, wenn ich dazu komme. Boah, was hab ich denn da alles verpasst? Ich kann gar nichts machen. Oh, hier ist eine große Apple-Statue. Irgendwas wurde noch geedit, auf der rechten Seite. Ich kann ja immer noch nichts machen. Großer Heiltrank nehmen. Ich lauf grad. Was, wenn man stirbt, dann ist man wieder am wieder aufgebauten Turm des Lichts? Ja. Dreck will ich nicht. Oh, ich hab mal 2 hier hinterher. Ich verlasse mich auf euch, ihr kriegt das hin. Ja, verprügelt ihn. Oh, das ist egal, ich hab mir mal die Karte geworfen. Ich hab hier einen Boss immer. Na, retten wir mal. Ich danke dir vielmals. Ja. Ich hab so hier und so. Ich hab nur noch 2 Sekunden jetzt gemacht. Ja, wenn Bisu mal wieder zu schnell reinrennt. Das kann nicht gut ausgehen. Hey, die haben einen Bonbon gedispelt, die Schweine. Ja. Das ist Leben. Oh mein Gott, sie haben den Bonbon gedispelt. Ihr Schweine! Jetzt, ich
wollte wieder ein fetter Panda sein, jetzt habe ich keins mehr. So, einen Moment. Sag mal, die Bällchen, guckst du eigentlich auch South Park? Mami, noch ab und zu, ja. Ach, wirklich? Sollen wir jetzt ein Lied anstimmen? Welches Lied denn? Ich hab geedet mit. Nix, nix. Bring da was mal hat... was mit. Oh, wow. Oh ja. Was Kleines. Ja. Die kleinen Möpse. Ja, von da kommt auch noch was. Sehr schön. Noch irgendwas. Das ist das falsche. Ach, läuft doch trotzdem. Große Apple-Statue hauen. Gucken, wie viel Apple die diesmal bringen. Deine bringen ja 1000. Nice. Ah, da ist der Apps und so. Also doch Clear One. Ja. Mach aber jetzt die Statue. Oh, die sieht aber größer aus als der Rest. So gesagt, das ist große. Ah, Entschuldigung, gar nicht zugehört. AP hat die gemacht. Die anderen haben nur 1000 gebracht. Cool. Großer Unterschied. Also, meine Lieben, freut euch drauf, wenn ihr eine große Statue seht. 6000 AP mehr, das sind mal eben ein paar Vespots. Gar nicht verkehrt. Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand, meint die Wand, und nahm's dem Dübel übel. Dann hast du das geübt. Sehr lange, sehr, sehr lange. Ganze letzte Nacht. Ich habe nur hier gesessen und von Dübeln geträumt. Weit reinlaufen. Stark. Todesmeister. Oh, es sind zwei Stück. Drei Stück. Vier Stück. Fünf Stück, sechs Stück, wer bietet nee, mehr? Ist auf den anderen gegangen. Schild ist draußen, macht mal. Oh ja, macht mal. Also bitte nicht alle auf die Einzahl des Bots, gell? Ihr habt ein unwichtiges Ziel ausgewählt. Todesmeister. Ach ja, das ist das falsche Ziel. Da hätten Sie gar eine Statue denken. Oh, nur eine kleine. Nein, das ist nichts. Das ist auch wieder wahr. Wie viel haben wir denn heute gemacht? Na, immerhin, 12.000. Oh, 91. Was, 91? Ja. Millionen, oder wie? Oh, okay. Das wäre toll, dann könnten wir bald mit unserer Legion nach oben rutschen. Wo sind wir denn jetzt? Auf Platz 29. Ich habe 31.000 gemacht heute. Ja, weil du Welt warst. Nö, mit Libellchen doch nicht. Ach so. Mit Sakahira habe ich bestimmt mehr. Da mit Sakaria? Ja fast... Nee, mit Sakahira. Ah. Das ist kein. Viele sagen auch Shakira. Ah, ja, ja. Wunderbar, läuft. Oh, jetzt sind hinten dran. Also nicht weit rein. Noch mehr.
Oh, da ist hier eine große. Ich lauf nicht vor. Ich hab geendet. Ausgezeichnet. Ah, falsch, ich hab gefunden. Euer Ziel ist zu weit weg. Wartet noch ein wenig. Ihr seid noch nicht so weit. Ich kann nicht dispeln. Oh, ist glaube ich gar nicht schlimm. Erbespunkte! In der mittleren, also rechts sind die großen Statuen, links sind kleine und in der Mitte werden dann Zeran und Metz sein, oder? Das will ich hoffen. Die zusätzlichen. Also machen wir es den hier, wenn er rumläuft. Der sieht schick aus. Wer ist er denn? Oh, oh was ist geändert? Kam bedrohlich nah auf uns zu. Frei. Ja. Wieso hast du kein Akku vom Boss liegen? Nein. Ich lauf weg. Und mach dir erstmal die App. Mach halt vor. Ach, ich bin ja gespannt, was uns da hinten erwartet. Auch wieder so ein... Siegelschild, ne? Oh. Bei der Uhr. Ich meine ja nur. Sorry. Hätte ins Auge gehen können. Ja, deswegen hab ich mir gedacht, ich sag's lieber an. Endless Power am Ende war übrigens auch ein Spiegelschild. 3 Part. Oh mehr. Ach, das sieht aber besser aus als in der anderen Kammer. Da hatten wir gleich 6 oder 7 Leute. Ja, aber da hast du nicht alle Geld. Kommst du einzeln herziehen. Weil die sind perfekt gelaufen. Fand ich schnell. Ich bin ein Ad-Monster. Okay. Das sieht genauso aus wie die andere Kammer, Milo. Ja, gerne. Du kommst von der anderen Seite. Das ist doch doof. Hast du eigentlich den Schlüssel immer noch im Inventar? Ich wüsste nämlich gerne, ob man jetzt auch durch die anderen Türen wieder zurückkommt, aber wahrscheinlich nicht. Nee. Glaube ich auch. Am Anfang einen Schlüssel, du kannst nur diesen Weg gehen. Ah, und dann macht er wahrscheinlich gleich beide Türen auf. Macht mal bitte erst den Centurio, ich glaube, der ist böse. Das sind beide Centurios. Und die sind beide böse. Nee, bei den Indies hier, keine Ahnung. Die haben wir damals bis zur Vergasung gemacht, also von daher. Ehrlich? Kommen wir da eigentlich am Tag rein? Ich glaube, ich habe bei einer... Du kannst 7-mal die Woche rein. Ich glaube, bei einer habe ich die Quest über 60-mal fertig oder so. Was? Das läuft viel flüssiger als beim ersten Mal. Ja, wollte ich wissen jetzt. Teilweise kannst du sogar eine Methode verwenden, wenn die Bossräume voll sind und du bist schon ein bisschen weiter, also so beim zweiten oder dritten Bossraum, kannst du als Assa einfach hingehen, hittest den Boss an und ziehst den mit vorne zum allerersten Raum. Bis dahin sind alle anderen Mobs resettet und du kannst den Boss vorne legen. Du kannst dann danach praktisch einfach geradeaus durchlaufen. Das ist praktisch.
Ich hoffe, wir kriegen wenigstens was Schönes. Oh. Immer noch. Ja, du sagst das so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Sehr schön. Jede Menge das, China abgegriffen. Mal kurz warten. Noch nicht durchgehen, ne? Nee. Ja. Hard Mode, schätze ich, ne? Ja. Warum? Gibt's da auch noch Unterschiede? Einmal schwer und einmal leicht, meine ich. Oder ist ja kein Ding mehr zum Wegkloppen? Nee, das war, glaube ich, nur bei Sattler Schatzkammer. Ja, das war früher auch in allen Instanzen drin, dass du da vorne noch so ein Ding wegkloppen konntest. Okay. Design Morph Umbutter. Stimmt, aber deswegen haben sie, glaube ich, das Tor hier vorne hingesetzt. War das Tor nicht weiter hinten und im nächsten Raum war eigentlich das Artefakt? Ja. Nee, hier war die Tür, dann kam das Artefakt und danach kam der Bus. Okay. Aber also es wird noch nicht angezeigt, was da hinter der Tür ist, weil, weiß ich nicht, der Boss ist auch noch nicht da. Weil der Countdown geht trotzdem erst los, wenn du durch diese Tür gehst. Also musst du trotzdem in den paar Sekunden, wo die Uhr schon läuft, das Artefakt oder so umkloppen. Vielleicht weiß aber ist jetzt nicht mehr, wie das war, ob man das Artefakt für Hardmode umkloppen muss oder nicht, das weiß ich nicht mehr.